Ich wollte auch dieses Schwangerschaftsstrahlen, das sie einem immer auf den Titelseiten der Zeitschriften versprechen. Ich sag's, wie es ist. Schwanger zu sein ist scheiße. Ein Kind zu bekommen ist echt hart. Ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper und meine Gefühle. Bärchen, so leid's mir tut. Aber ich will dir einfach eins auf die Fresse geben. Verwirrend. Für uns ist die Deluxe suite reserviert. Das ist ihr Vater. Mein Mann. Er ist mein Mann. Warum denken das immer alle? Unangenehm. Du hast gesagt, Marco ist süß, nicht scharf. Ich hasse es nicht. Nicht schlecht. Anschaulich. Die treibt's mit ihm, ganz klar. Hätte ich geahnt, dass ich solche Möpse bekomme, hätte ich mich schon vor Jahren schwängern lassen. Zuversichtlich. Wir werden eine Familie. Vernünftig. Die Daddy-Gang. Du willst Alex vorbereiten? Dann schick ihn erstmal zu den Daddys. Dein Baby ist dir vom Wickeltisch gefallen? So was kann passieren. Letzte Woche hat mein Kind eine Zigarette gegessen. Ich habe ihn gestern beim Spielen im Trockner erwischt. Ich habe mal das falsche Baby aus der Kita geholt. Ich habe meins schwimmend im Klo gefunden. Wir urteilen nicht. Ehrlich. Brust ist ein Muss. Ja, ich bin selber gestillt worden, bis ich 6 war. Und sehen Sie, wie toll ich mich entwickelt habe. Sieh sie dir an, was die für High Heels trägt. Sie ist sowas wie ein magisches Schwangerschaftseinhorn. Was passiert, wenn's passiert ist? Holly und ich sehen uns Häuser an, wir kaufen aber keins. Nein, Alter, wenn deine Frau sagt, die guckt mal nach Häusern, ja? Dann kaufst du ein Haus. Hoffe ich nicht. Doch und ob. Ich kauf kein Haus. Check deine Kontoauszüge. Alter, du hast sowas von keine Ahnung.